Jo, was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu einer erneuten Folge Dreck. Heute im VW Poloch Baujahr. Keine Ahnung. Bevor ich aber hier mit dem Test anfange, müssen wir hier einmal nach links abbiegen. Und ich muss euch was zu diesem Auto da vorne erzählen. Das Drecksding, Digga. Das dreckige Drecksding. Bra, das ist der E36. Übrigens, also, ich muss das mal erzählen, wieso ich eigentlich hier bin. Ich bin wegen einem Chaponenten hier, der mir dieses Auto wieder zur Verfügung gestellt hat. Dieses Modell, genau dasselbe Modell mit mehr Leistung, habe ich schon mal getestet. Dieses Fahrzeug allerdings hat etwas... Bro, ich stell mal kurz hier um. Chaponent. Keine Sorge, Alter, ich werde dir das wieder zurückstellen. Diese Karre hat aber etwas Besonderes, das zeige ich euch gleich. Erstmal hier aber E36, Bro. Ich lasse die Karre mal trotzdem mal warm fahren, weil wir auch mal ein bisschen auf das Gas drücken werden. So, E36. Viele von euch haben mich gefragt, wann ich das Ding verlose. Keine Ahnung, Digga. Ich weiß es nicht. Wenn der Meister mit Brief endlich mal Zeit hat, die Spiegel und den Schaltknauf dran zu machen. Ich denke, das wird nächste Woche sein. Ich muss ihn auf jeden Fall ein bisschen Feuer unterm Hintern machen oder wie man sagt. Und dann verlosen wir das Teil. Ich habe schon drei potenzielle Menschen ausgesucht, die in die engere Wahl gekommen sind. Und yo, das nur mal dazu, weil ihr so oft gefragt habt, ich habe das nicht vergessen. Chillt. Ich will sowas kaputt machen, Junge. Ich bin hier ein bisschen in Ding Zerstörungslaune gerade. Es blinkt hier. Bro, wisst ihr, was hier blinkt? Der Bray hat hier sehr, sehr vieles installiert und abgegradet. Und zwar hier. Hier ist so ein Schalter. Dann kann man, wenn man hier drauf drückt, kann man hier die Lichter verändern. Seht ihr das? Seht ihr das? Gelb, rot, gelb, grau. Und ein Fußraum auch. Sehr, sehr nice. Bei Nacht deutlich intensiver natürlich als bei Tag. Was haben wir denn hier noch? Dann haben wir hier noch einen V12 Sauger mit 80 PS, Junge. Das Ding hat 80 PS. Den letzten Poloch, den ich gefahren bin, selbes Baujahr, hatte, glaube ich, 192 PS waren das, wenn mich nichts täuscht. Was ist mit mir los, Digga? Ich bin komplett... Bruder, ich werde immer behinderter. Der Bray hat zu mir gesagt, dass er Chip-Tuning gemacht hat. Von 60 auf süße 80 PS. Junge, richtig geil, Alter. Das werde ich später mal testen, ob sich das auch bemerkbar macht, Alter. Was dieses Auto aber ausmacht. Jetzt kommt's, Digga, jetzt kommt's. Steigt aus, hab ich gesagt. Mach den... Was dieses Drecksauto... Alter, das ist ja auch ein dreckiger... Was ist denn das hier? Nissan. Bro, Alter, das ist ja hier zum Zerstören gemacht. Bro, Alter, der sieht ja schlimmer aus als der Koks hat. Alter, guckt euch das mal an. Guckt euch mal an diesen Junge. Was ist das? Das ist doch kein Auspuff, Junge. Junge, das ist echt kein Auspuff. Das ist eine Schrotflinte, Alter. Abgesägte Schrotflinte, Junge. Aber das ist nicht das Highlight. Ah, Kindersitz. Der Bray hat Kindersitz reingemacht. Damit ihr sicher unterwegs seid, wenn ich jetzt hier nicht Gas gebe. Wir machen was anderes, Digga. Was viel, viel, viel geileres als Gas geben. Ich zeig euch jetzt, Bro. Boom! Das ist das Highlight. Das ist das dreckige Highlight. Ihr wisst gar nicht, was das ist. Das ist einfach ein Kasten. Ein Kasten, der es auf dem Kasten hat. Aber heftig. Der hat mir das kurz mal im Hof präsentiert, was das Ding alles drauf hat. Das Ding hat mehr PS als das ganze Auto hier. Kommt mit, Junge. Wir haben 10 Uhr morgens. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee ist. Die Kenner wissen, was jetzt kommt. Warte mal, wir suchen uns ein Lied aus, das hier nicht Copyright ist. Copy-Mopyright. Säftig, machen wir mal Bayerisch Drip. Oh mein Gott. Alles, was ich schreibe, wird der nächste Hit. Hat man was dabei? Holy! Dieses Auto ist einfach wie gemacht für das Format Musik laut aufdrehen. Alter, hier im Kaff. Das ist ja nicht nur irgendein Kaff hier, das ist Reichenkaff. Hier wohnen die Schönen und die Reichen. Also ich passe hier schon mal gar nicht her. Guckt euch das mal an hier, was für Autos hier rumstehen. Einfach ein Hyundai N After i21 oder wie die Dinger heißen. Dann haben wir hier vorne einen Drecksgolf, das gehört immer dazu. Hier, was haben wir hier? Porsche. Bro, einfach so. Porsche 911er. Bro, der ist nice. Der ist echt nice. Ein 911er. Ist es ein 911er? Ich glaube, das ist ein 911er. Hier vorne haben wir, Bro, irgendwelche krassen BMWs und Mercedeses und Audis. Junge, der hat einfach alle Marken. Der Typ hat alle Marken sich gekauft. Audi, Mercedes, BMW. Ja, Alter. Fett auf. Natürlich kommt der Bass jetzt bei euch nicht rüber, weil die GoPro ein Drecksmikrofon hat. Ihr werdet denken, oh, what the fuck, Alter, was ist das für ein Scheiß? Aber ich kann euch versprechen, in Real Life ballert das hier schon rein, Alter. Stellt euch einfach vor, ihr seid im Club, Digga. Einfach so. Alles, was ich brauche, ist der bayerische... Ja,
Eckdaten habe ich schon gesagt. Ja, stimmt, habe ich schon. V12, 80 PS mit Chiptuning, hatte vorher 60 PS, ist ein Poloch. Bumstest müssen wir nicht machen, haben wir schon mal gemacht bei dem anderen Poloch. Das ist ja dasselbe Modell. Was gibt es hier noch zu sagen, Bruder? Was kann ich hier noch rausschallern, außer hier einen schmackhaften Schlag gegen den Sitz? Ja, das nächste Kaff. Das nächste Kaff hier, Bad Soden am Taunus. Junge, ich muss hier wieder wenden, Digga. Ich kann hier nicht wieder runterfahren. Ich weiß nicht, wo ich bin. Da böse Mehl, lass der Es ist einfach zu sozial hier. Ich kann das nicht hier machen. Wir müssen jetzt komplett aufhören mit der Musik. Wir könnten runter auf die B8. Ist eine Landstraße. Da ist unbegrenzt. Da können wir die Möhre nochmal hier runterjagen. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, da ist ein Fahrradfahrer. Da mal kurz hier was. Okay, Chavos, okay, Chayas, wir gehen jetzt auf die B8, auf die Bundesstraße 8. Das ist die krasseste Bundesstraße der Welt. Ich glaube sogar, ey, Bro, ich glaube, das ist die längste. Ich glaube, ey, Real Talk jetzt, ich glaube, das ist die längste Bundesstraße in Deutschland. Kurvenlage. Oh. Okay. Warte. Hier können wir mal 0 auf 100 machen. Oh, Achtung! Seid ihr angeschnallt? Ja, ihr seid angeschnallt. Passt jetzt auf, Digga. Handy. Hier verstaue nicht, dass es wegfliegt bei diesen G-Kräften, die jetzt gleich auf mich wirken werden. Kurz mal Launch Control hier simulieren. Ah, das war ein dreckiger Scheißstart. 40. Oh! 60. 70. Ah, Drehzahlbegrenzer 80. Wow, ey, für 80 PS. Gar nicht mal so schlecht. Also auf jeden Fall zieht er deutlich krasser als mein Golf. 110, 120. Bin ich mal gespannt, Alter, ob wir den auf 180 drücken können. 130 im vierten Gang, wir sind bei 5000 Umdrehungen. 1500 gleich. Ja! Ja, Dreck! 140 km/h! Oh, jetzt ist Zeit zu beschalten, oder? Oder jetzt? Bam! Fünfter Gang! Fünfter Gang, 150. Boah, 160. Oh mein Gott, Alter, wir werden diesen Mercedes da vorne locker überholen gleich. Alter, schaffen wir die 180 EOB 6er Gang? Gibt's eine Scheiße, mach ihn! Gang, Dreck, du dreckiger Poloch! Dreck! Alles raus! Drück die Scheiße aus dem After, Junge, komm! Oh, 170, Alter, mehr geht nicht. Oh, hier ist wieder 120, unbegrenzt vorbei. Jo. Nice. Ey, war echt nice. Bro, das war eine sehr, sehr saftige Erfahrung. Ich muss hier... Dreckige Afterkacke. Ich muss normalerweise jetzt hier... Fuck, gesperrt. Wieso ist hier gesperrt? Scheiß drauf, unbegrenzt. Ja! Wenn ich so weitermache, Alter, wenn ich jetzt nicht hier umdrehe, bin ich wieder fast in Frankfurt. Wie komme ich denn hier wieder zurück? Oh. Ich hoffe, ich kann hier über diese Brücke einmal hier wenden. Wäre sehr, sehr nice. Kurvenlage. Natürlich will man hier nicht alles komplett ausreizen, weil wir befinden uns immer noch auf öffentlicher Straße und nicht auf der Rennstrecke. Deswegen kann ich jetzt hier nicht in der 30er-Zone 1000 blättern. Aber das war schon eine schmackhafte Kurvenlage. Also ich hoffe, wir können jetzt hier... verdammt, hier ist Parkhaus. Oh, hier riecht es echt gut drin. Was hat er hier drin? Alter, das ist irgendwie riecht es nach Huba-Buba. Bisschen zu gut, bisschen zu schön. Es riecht, also normalerweise bei mir, ihr wisst ja, wie es bei mir riecht. Jeder, der in meinem Drecksgolf oder dem E36 saß, der weiß. Verdammte Scheiße, ich weiß nicht, wo ich lang muss. Verdammt! Voll verkackt, ich muss hier lang. Der weiß, dass es bei mir nach Kot, Kotze und Scheiße riecht. Obwohl Kot und Scheiße dasselbe ist. Boah, guck mal den an. Junge, du hast keine Ahnung, Digga, mit wem du dich anlegst. Ich komme jetzt. Bin mal gespannt, wie das Poloch hier berghoch performt. Ich glaube, wir schaffen nicht mal 130 km/h. Oh, ich hoffe nicht. Ich hoffe, guck mal, das war, Alter. Ich hoffe nicht. Huawei. Aua. 100. Ja, okay, 140. Aber wenn ich ihn in den vierten Gang schalte, und dann. Boah, auch nicht. Oh, jetzt zu wenig Leistung. Aber ganz ehrlich, ich sag euch jetzt meine Real Talk-Meinung. Das Fahrzeug hier für Fahranfänger oder für jemanden, der sich erst sein erstes Auto holt, so. Perfekt. Junge, mehr braucht ihr nicht. Was kosten die Dinger? 2500 Euro oder so? Viel besser als sich so einen neuen Scheißrotz. Warte mal, lass mich mal kurz überlegen, was wird am meisten geleast von so Fahranfängern und jemand, der keine Ahnung hat von Autos? Digga, Fiat 500 zum Beispiel. So ein Fiat 500, Bro,
Kauft euch lieber, spart lieber euer Geld, investiert in so ein Auto, als euch so ein Rotz-Leasings-Teil zu holen. Weil denkt ihr, wieso die ganzen Leasing-Dinger jetzt alle wieder in eBay sind? Googelt mal. Fiat 500 Leasing-Übergabe, Leasing-Übergabe. Man kann ja, wenn man ein Fahrzeug least und keine Patte mehr hat, das an jemand anderen übergeben. Und das machen ja jetzt alle. Bro, googelt mal. Opel Adam, Fiat 500, Mini. Alles so Autos, die so Mainstream sind. Und danach kann sich ein 18-Jähriger, 19-Jähriger das nicht mehr leisten. Keine Ahnung, aus welchem Grund. Und Bro, dann werden die wieder in eBay Kleinanzeigen reingemacht als Leasing-Übergabe. Hier Real Talk an der Stelle. Holt euch lieber ein Gebrauchtfahrzeug wie den hier, Poloch. Der hält, Digga. Vierzylinder. 60 PS, Serienausstattung. Ihr braucht nicht mehr. Und wer flexen will als jugendlicher Pisser, Digga, der hat die Welt noch nicht verstanden. Scheiß auf den ganzen Flex. Das ist jetzt nochmal hier. Nochmal Real Talk auf Real Talk auf Real Talk. Talk. Scheiß auf Flexing. Bro, spart lieber euer Geld. Investiert lieber euer Geld, anstatt es für sinnlose Sachen zu verschwenden. Bruder, es ist einfach so. Investiert euer Geld. Ich sehe Jugendliche da draußen mit den krassesten Klamotten. Die sind besser angezogen als ich. Bei Gott, Achtjährige tragen schon Gucci und Louis Vuitton. Guck mal, wie ich rumlaufe. Bruder, guck doch, diese Jogginghose, bei Gott, diese Jogginghose hatte ich auch vor 6 Monaten an in meinen Videos. Wie soll ich euch das erklären? Ich war auch jung, ich weiß, ich wollte auch haben, Junge. Mit 18 wollte ich schon, eine Ducati fahren, aber Bro, keine gute Idee. Ihr werdet sehen, wenn ihr ein bisschen älter seid, dann werdet ihr merken, dass so materielle Sachen gar keinen Wert haben, Digga, gar keinen Wert. Wisst ihr, was materielle Sachen machen? Die machen euch beliebt bei anderen, ganz ehrlich, Bro. Scheiß auf die anderen. Weil, wisst ihr, was ein krasser Flex ist? Wenn ihr irgendwann mal euer richtig krankes Geld verdient, keine Ahnung, so 5000 Euro im Monat, und dann, Bro, einfach immer noch mit so einem Auto unterwegs seid. Einfach immer noch so Jogginghose. Bro, immer noch. Einfach immer noch, Junge. Immer noch. Und alle sind am Flexen und am Ende des Monats haben die anderen 0 Euro auf dem Konto und euer Konto geht immer weiter nach oben, 100.000 Euro. Und dann investiert ihr in Aktien, Bitcoin, irgendwas, also Immobilien. Und irgendwann mal in 10 Jahren, Junge, bam, kauft ihr euch eine Villa und dann fickt ihr alle in den After. Aber auch das ist scheißegal, Digga. After-Geficke bei anderen ist auch nicht das Richtige. Ihr müsst glücklich sein und in dem Sinne, was ist das hier mit dem Vlog? Ciao.